2 Abgeordnete, 50 Besucher und ein wunderschönes ländliches Gasthaus. Der Bürgerdialog in Lübben war ein voller Erfolg. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Kalbitz und die parlamentarische Geschäftsführerin Birgit Bessin haben zum Gespräch eingeladen, um mit den Brandenburgern zu sprechen. Andreas Kalbitz erklärt warum. Ein Grund ist natürlich, dass wir versuchen, unsere Arbeit, ich sag mal, zu moderieren etwas. Die jetzt Mitglieder sind, ich weiß nicht, wer Mitglied ist, wer nicht, wissen ja, dass die Medien sich, ich sag das mal vorsichtig, oder ich sag's noch vorsichtiger, die Masse der Medien überschlägt sich jetzt nicht darin, unsere Arbeit abzubilden. Und wenn sie es tun, dann vollzieht sie es nicht immer in dieser Art und Weise, wie es auch der Realität entspricht. Wir haben auch Material mitgebracht, weil ganz oft stellt sich ja die Frage, gerade bei denen, die uns unterstützt haben, auch im Wahlkampf, was machen die da eigentlich jetzt? Was passiert? Und das ist uns wichtig, das zu vermitteln. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass wir natürlich auch reden wollen miteinander. Das heißt ja Dialog. Dialog ist nicht, dass wir uns jetzt hier hinstellen und 2 Stunden erzählen, sondern dass man sich eben austauscht. Das ist das, was der Politik verloren gegangen ist, wenn man sich die Masse der Funktionäre oder Apparatschicks in Glaspalästen anguckt, dass die eben gar keinen Bezug mehr haben. Die Themen waren diesmal vor allem die Sicherheit in Brandenburg, die Asylkrise und die Diskriminierung von AfD-Mitgliedern und Sympathisanten. Birgit Bessin erläuterte, warum viele Polizisten von ihren Vorgesetzten daran gehindert werden, ihrer Arbeit pflichtgemäß nachzugehen und auch Straftaten zu ahnden, die von Asylbewerbern begangen wurden. Das Problem, was die Polizeibeamten haben, ist ja hauptsächlich das, dass der einfache Polizeibeamte, der unten an der Basis arbeitet, den Rückhalt ja nicht hat von seinen Vorgesetzten. Dort sind ja in den höheren Riegen doch der ein oder andere Polizeivorgesetzte, der ein bestimmtes Parteihandbuch hat und sich vielleicht einer Weisung oder einer Richtung von oben fügt. Und der normale Polizeibeamte von unten, der traut sich natürlich heutzutage gar nicht mehr, jemanden anzufassen, weil dann kommt ja vielleicht auch gleich der Vorwurf, ist es ein Rassist. Es sind so eine Begebenheiten, die manche wirklich schon erlebt haben, uns es auch berichtet haben, natürlich nicht in der öffentlichen Veranstaltung, aber wir haben ja doch den einen oder anderen Polizeibeamten, der mit in der Partei mitarbeitet und uns da auch unterstützt mit Informationen. Und das sind so die Dinge, wenn der Polizeibeamte von unten keinen Rückhalt her von seinen Vorgesetzten hat, dann traut er sich natürlich auch nicht, für Recht und Ordnung einzustehen, wie er es vielleicht vor ein paar Jahren noch gemacht hätte. Und da haben Sie recht, es ist eine Entwicklung, der man unbedingt entgegenwirken muss, denn der Vorgesetzte ist dafür da, den unteren Polizeibeamten, wenn er richtig handelt, auch dafür einzustehen. Andreas Kalbitz fügte daraufhin hinzu, dass es ohnehin schwer sei, in Asylbewerberheimen juristische Ermittlungen anzustellen. Wir haben das ja erlebt, als dieser Attentäter von Paris, der die Messerattacke da verübt hat. Wir haben ja gelernt vorher, die Flüchtlingskrise hat mit Terrorismus überhaupt nichts zu tun, bis auf diesen Ausnahmefall, der vorher unter 7 verschiedenen Identitäten in Nordrhein-Westfalen gelebt hat. Übrigens auch, das ist so ein bisschen, der hat auch 7 Mal kassiert. Das ist ein Aspekt. Und natürlich, und das ist ja, was viele Menschen aufbringt, uns ja auch, das ist diese Unverhältnismäßigkeit. Das ist ja wie, betrifft ja andere Bereiche auch, nicht nur Kriminalität. Das Beispiel, das Bessin angeführt hat, diese Angst zum Beispiel vor diesem Rassismusvorwurf, das nimmt ja absurde Züge an, nicht nur in Deutschland. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie das in den Medien verfolgt haben, es gibt eine britische Stadt, Rotherham heißt die, da gab es jahrelang ein Netzwerk von Pakistanern, die tausende Mädchen missbraucht haben. Das war eigentlich allgemein bekannt, weil übrigens alles britische, also die da waren einfach nur britisch und also Urbevölkerung, eingeboren. Warum hat sich keiner angetraut? Aus Angst vor diesem Rassismusvorwurf. Und was denen da angetan wurde, also das ist ja diese Art, das ist natürlich eine Folge, aber ich will da nicht so philosophisch werden, diese 68er-Bewegung, diese Art von Political Correctness, bloß nichts sagen. Zum Abschluss der Veranstaltung, nach über 2,5 Stunden Diskussion, erklärte Birgit Bessin, warum es so wichtig ist, sich politisch zu beteiligen. Warum es so wichtig ist, mit der AfD-Fraktion zu sprechen. Viele denken, dass der Nachbar dann vielleicht am nächsten Tag Nazi-Keule schwingt, so wie wir das auch tagtäglich erleben müssen, und man für irgendwas abgestempelt wird, für das man gar nicht steht. Und würde jetzt jeder von seinem Nachbar wirklich wissen, was er denkt, und Sie haben es auch angesprochen, aus Ihrer Nachbarschaft, finden viele das vielleicht auch ganz gut und trauen sich aber nicht hierher.
würden jetzt alle zeitgleich ihre Meinung äußern und sagen, dass sie mit der jetzigen Politik nicht einverstanden sind und auch einen Kurswechsel befürworten, dann würden sie sehen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass es da ganz, ganz viele gibt. Und dass so viele das sind, dass man gar keine wirtschaftlichen oder anderen Konsequenzen ziehen kann, weil dann nämlich alles zum Erliegen kommen würde. Es sind so viele in ihrer Nachbarschaft, die genau unsere Linie unterstützen und wir und unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, unsere Politik, unsere Ziele immer weiter unter den Leuten zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass dann an dem Wahltag in der Wahlkabine wirklich jeder den Mut hat, da das Kreuz zu machen, wo es hin soll, wenn er einen politischen und gesellschaftlichen Wandel haben möchte. Und darauf müssen wir hinarbeiten. Sie sehen auch, wir sind heute da. In 6 Wochen sind keine Wahlen. Die nächsten Wahlen sind erst 2017. Sie werden aber die meisten Veranstaltungen von den anderen Parteien erst wieder nur 6 Wochen oder 4 Wochen oder wie auch immer vor den nächsten Wahlen sehen. Da sehen Sie dann wieder, wie die draußen auf den Wochenmärkten stehen, mit Sonnenschirmchen und ach, hallo und, ne, und nett tun und irgendwelche Versprechen wieder abgeben. Wir sind aber immer da, weil wir sagen, wir wollen die Basis mitnehmen, wir wollen die Basis vertreten, wir wollen das Volk vertreten, wir sind eine neue Volkspartei. Und wir schaffen die nur mit Ihnen, wir alle zusammen und auch nur, wenn wir überhaupt wissen, wie die Meinung in der Bevölkerung ist. Wir von der AfD-Fraktion fahren für Sie durch ganz Brandenburg. Wir wollen wissen, was Sie in der Politik verändern wollen. Wir sind Ihr Sprachrohr in den Landtag. Also seien Sie das nächste Mal mit dabei und diskutieren Sie mit. Der nächste Bürgerdialog ist am 7. Juni in Königs Wusterhausen mit Andreas Kalbitz und Dr. Alexander Gauland.